Genau, vor mir steht jetzt Werner Kogler und auch hier in der Steiermark gibt es aber einen Grund zu feiern, oder? Genauso wie bei den Nationalratswahlen. Ja, für mich aus mehreren Gründen. Erstens, weil das Ergebnis ähnlich gut ist wie bei der Nationalratswahl stimmt. Zweitens, weil ich ja Grazer und Steirer bin. Das ist mein Heimatwahlkreis. Und drittens, die Bundesgrünen ja de facto in Graz gegründet wurden. Deshalb freut mich das besonders und weil wir viertens hier morgen mit den Wahlkarten wahrscheinlich die Ersten sein werden. Also kann man sagen, die Steiermark hat natürlich auch Rückwind bekommen vom Bund. Ja, ich glaube wechselseitig. Die Tradition der Grazer Grünen war immer handlungsleitend, also der Gründungsgrünen für die bundespolitischen Grünen. Hier ist das erfunden worden, die moderne Grüne Partei mit der Öffnung zu Bürgerinitiativen, zu Nichtregierungsorganisationen, wie man heute sagen würde, zu Umweltschutzorganisationen und, christliche Organisationen, Gewerkschaften. Also ein Schmelztiegel und so sind die Grünen entstanden und die ganze Wiederauferstehungsbewegung, die sie gegeben hat, voriges Jahr und heuer noch, das ist ja alles erst ein Jahr her, dass wir nicht einmal im Nationalrat waren, die hat genau das wieder aufgegriffen und umgesetzt und deshalb meinetwegen freut es mich jetzt um mein fünftes Mal. Das ist ja auch das erste Mal ein zweistelliges Ergebnis. Ja, das ist historisch für die steirischen Grünen, da haben wir uns nie so leicht getan, muss man sagen, da gibt es auch die Konkurrenz sehr groß mit anderen starken Kleinparteien, Respekt vor der KPÖ im Übrigen, kann man allen gratulieren, die hier, es hat 4 Siege gegeben heute, muss man auch einmal haben. Insgesamt war es, glaube ich, damit wir die SPÖ und die FPÖ nicht ganz draußen lassen, durchaus fairer Wahlkampf. Vorgezogene Wahlen haben immer die Tendenz, dass es ziemlich wild zugeht, aber ich glaube, die haben das Ganze in Ordnung hingebracht und das ist ja nicht so schlecht für unsere Demokratie. Wie schaut es überhaupt aus mit den Koalitionsverhandlungen mit Türkis? Kann man da schon was sagen vor Weihnachten oder erst so am Ende Februar? Ja, meine Prognose war ja immer nach Weihnachten. Vorher werden wir sagen können, wie sich die Chancen verbessert hätten oder wo man noch auseinander ist oder dann schon zusammengefunden hätte. Aber das ist eben völlig was anderes, mithin das Gegenteil. Nicht nur inhaltlich, ja, zwischen Türkis-Blau und Türkis-Grün, sondern auch in der Methode. Und deshalb braucht es mehr Zeit, weil die haben im 17. Jahr ein ähnliches Programm gehabt, mit denen sie in die Wahl gegangen sind. Und die ÖVP und die Grünen waren zwar jetzt fulminant, die Wahlsiege im September erst, andererseits wurden wir für Unterschiedliches gewählt, das darf man nicht übersehen und der Respekt vor der Demokratie, aber vor dem jeweiligen Gegenüber ist jetzt ja so groß, dass wir es halt miteinander probiert haben und da ist viel investiert worden und da ist jetzt auch was weitergegangen, aber eben vor allem in die Richtung, um einmal die Distanzen auszumessen und zu schauen, ob man überhaupt zusammenkommen kann. Das haben wir mit Ja beantwortet, deshalb wird verhandelt, aber da in einzelnen Bereichen ist das natürlich nicht leicht. In anderen geht natürlich mehr. Ja, das kann man sich ja ausrechnen, dass wir in Fragen der Integration unterschiedliche Ansichten hatten. Wir wollen natürlich viel stärkeres Transparenzpaket. Das gibt uns ja, glaube ich, die aktuelle Debatte recht. Aber von der Richtung her ist es in Transparenz und in der ganz großen Frage der Ökologisierung der Wirtschaft. Ja, Umwelt- und Klimaschutz hat ja nur einen Sinn, wenn man es mit der Wirtschaft gemeinsam zustande bringt. Und mit auch sozialer Absicherung, dass man die Leute mitnimmt. Ja, dass eben nicht der berühmte Pendler irgendwo überbleibt. Das war ja auch deren Credo. Aber in der Praxis ist das zwar die ähnliche Richtung, aber wenn man sich das so vorstellt wie beim Speerwerfen im Schulunterricht oder so, ja, also da gibt es Themen, wo wir halt 70 Meter werfen und die anderen nur 30. Mhm. Da musst du auch noch zusammenkommen. Ja. Aber die Richtung ist die gleiche, immerhin. Also die Richtung ist die gleiche. Ja, aber nicht in jedem Thema. Aber es gibt selbst im Bereich Umwelt- und Klimaschutz keine vernünftige Partei, kann sich hier mal verschließen. Mhm. Das würde ja die türkise Partei nicht tun und nicht aushalten. Wo ist es ein Unterschied, ob ich einen weiten Satz mache oder einen kleineren Schritt? Und es ist gerade im Umweltschutz und Klimaschutz so, dass man da jetzt, glaube ich, mit zunehmender Geschwindigkeit größere Schritte machen muss. Kann man schon sagen, wie es... Deshalb sind wir zwar, apropos Geschwindigkeit, 2-3 Monate verhandeln lieber als 2-3 Wochen verhandeln. Es soll ja auch 5 Jahre halten dann. Mhm. Also wenn wir jetzt die Zeit gescheit investieren und dann heute mal eine Regierung 5 Jahre, das wäre ja auch schon bald ein Novum wieder, dann ist die Zeit gut investiert und das weiß ich aus den Gesprächen, der Herr Bundespräsident sieht es genauso und deshalb glaube ich da, dass wir hier auch gestärkt werden in unserer Ansicht Qualität vor Geschwindigkeit. Aber kann man schon was sagen, wann es ungefähr vielleicht ja, die Regierung gebildet werden könnte, im Frühjahr oder...
Naja, aus dem Grund nicht. Ja, das wäre schon mein Ziel, dass wir im Frühjahr eine neue Regierung hätten. Das so viel möchte ich schon sagen. Nur war ja immer die Spekulation, Weihnachten oder nicht. Ja, ich weiß ja nicht, ob Regierungsübereinkommen und Angelobungen vor dem Bundespräsidenten eine Angelegenheit des Christkinds sind. Ich meine, nein, diese weihnachtliche Sehnsucht, die kann ich nicht ganz teilen. Ja. Also wir werden auch so Weihnachten erleben, wenn die Regierung Bierlein da ist, die sich ja größter Beliebtheit erfreut, wie ich höre. Also insofern, der Advent ist gesichert, Weihnachten ist gesichert, wahrscheinlich gibt es größere Probleme. Gescheit verhandeln als hudeln. Also wird es für Sie jetzt auch ein bisschen ruhiger werden zu Weihnachten oder wird es dann trotzdem schlechter? Das fürchte ich, wird nicht so sein, okay. Aber wir sind jetzt schon einiges gewohnt mit den Auf und Abs der Grünen in den letzten Jahren. Also insofern macht das dann auch schon nichts. Ja. Also Urlaub ist schon länger nicht gewesen und das wird wohl so bleiben. Ja, vielen Dank, Werner Kugler. Herzlichen Dank. Danke Ihnen.